Ja, ihr Lieben, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Hier euch alle, die ihr im Saal seid und auch allen, die zu Hause zuschauen. Herzlich willkommen zu diesem Festtag, zu diesem Feiertag. Wir dürfen alle Zeugen sein. Halleluja! Halleluja! Es ist so gut, dass wir Taufe gemeinsam feiern dürfen mit euch beiden, mit Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, zu Jesus zu gehören, die sagen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst und das ist gut und das dürfen wir gemeinsam feiern. Und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst ein bisschen was aufs Herz bekommen von Gott und das habe ich euch allen, aber auch speziell dir, lieber Fritz, und dir, Stefan, heute Morgen mitgebracht. Und ja, ich bin ganz gespannt, was Gott uns sagen will. Gerade schon zu Jeremias gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich kenne das gar nicht von mir. Ich bin gespannt, irgendwie hat Gott was Gutes vor heute Morgen. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du hier bist mit deiner großen Gnade, mit deiner Gegenwart. Danke, dass ich hier vorne stehen darf und im Hintergrund die Gnade sehe, dass du einfach größer bist als alles, was uns hier in dieser Welt Angst machen will. Und ich lade dich ein, dass du jetzt kommst, dass du meine Worte gebrauchst, dass du Herzen berührst und dass wir einfach angesteckt werden von deiner übergroßen Liebe, die so viel größer ist, wie wir uns vorstellen können. Jesus, ich lade dich ein, Heiliger Geist, ich lade dich ein, rede du und öffne du uns Ohren und Herzen. Amen. Ja, inspiriert von unserer Predigtreihe der Apostelgeschichte möchte ich gern fortsetzen, da wo Johannes letzte Woche aufgehört hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, es ging darum, dass wir unsere Stimme wieder benutzen dürfen und dass Petrus in der Pfingstpredigt seine Stimme benutzt hat und sich aufgemacht hat, von der Erlösung, vom Evangelium zu predigen in der Pfingstpredigt. Und den Abschnitt, den ich heute lesen möchte, der steht in Apostelgeschichte 2, ab Vers 37 und ich lese es uns einmal kurz vor. Als sie aber das hörten, also das, was dieser Petrus dort gepredigt hat, sprachen sie zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir nun tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab Petrus Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren beisammen, hatten alle Dinge gemeinsam, sie verkauften die Güter und die Besitztümer, sie verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war und an jedem Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Kurz nochmal zum Hintergrund, was passiert hier, in welcher Situation befinden wir uns. Petrus predigt und erzählt die gute Botschaft von Jesus Christus, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, die Verse, die davor stehen, schaut euch die Pfingstpredigt gerne nochmal an. Eine ganz simple Botschaft, wo einfach gesagt wird, Jesus ist für euch gestorben, er hat die Schuld auf sich genommen und jeder, der ihn anerkennt als seinen Herrn und Retter, darf sich taufen lassen und darf ihm nachfolgen. Dass das von Petrus kommt, Freunde, das beruhigt mich immer wieder, wenn ich hier vorne stehe, weil ich habe das letzte Woche bei den Fahrtrangern erzählt, als wir Volleyball gespielt haben, Beachvolleyball. Es ist so cool zu sehen, was Petrus für ein Typ war, wo er herkommt. Ja? Er hat gezweifelt, er ist übers Wasser gegangen, ist fast untergegangen. Er hat Jesus so mega krass verleugnet, dreimal. Er hat so gesagt, ich kenne dich nicht. Und so ein Typ, der wirklich so krasse Geschichten durch hat, den benutzt Gott hier an der Stelle, an Pfingsten, um so eine krasse Hammerpredigt hinzuhauen, rauszuhauen und mit dem Ergebnis, dass sich 3000 Menschen an dem Tag bekehren auf einen Schlag. Und das macht es mir immer recht einfach, weil ich genau weiß, ich bin auch so in meiner Geschichte irgendwie. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht hier vorne, weil ich irgendwie eine super Ausbildung habe oder der geborene Prediger bin, sondern ich bin einfach hier, weil Gott mir sagt so, ey, ich habe eine Geschichte mit dir geschrieben und ich habe dir was aufs Herz gelegt und das kannst du weitergeben. Und das finde ich so toll daran, dass es Petrus ist, der das hier predigen darf. Also die Botschaft ist so einfach wie simpel. Er erläutert,
dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er auferweckt wurde und nun zur Rechten Gottes sitzt. Und unser Bibeltext heute beginnt mit den Worten: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und dann folgt die Frage, nachdem es ihnen durchs Herz gedrungen ist: Ey, was sollen wir jetzt tun? Die waren so ergriffen, die waren so voll in ihrem Herzen von der Botschaft, dass sie fragten: Und jetzt, was können wir tun? Wie können wir eine Antwort geben? Und auch die Antwort von Petrus ist so einfach wie simpel: Tut Buße und ein jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi, damit ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangt. Nochmal ganz kurz: Der Heilige Geist, das ist laut dem Korintherbrief der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Heilige Geist, den wir haben, zu dem wir beten dürfen und den Petrus hier anspricht. Wenn wir uns taufen lassen, wenn ihr euch taufen lasst, steht es im Wort Gottes, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wunderbar. Nun, und nachdem die Menschen die Botschaft ins Herz gedrungen war, sie verstanden hatten, dass sie Buße tun sollen und sich eben haben taufen lassen, da lesen wir ab Vers 42 Folgendes. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Es kam Furcht über alle Seelen, viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren beisammen, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter, Besitztümer, verteilten sie unter alle und je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie zusammen einmütig im Tempel, brachen das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken, lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Das, Freunde, passiert, wenn Christen zusammen sind, wenn Christen, die an Jesus glauben, sich taufen lassen und einmütig unterwegs sind, dann passieren diese Dinge. Das ist total krass und das ist der absolute Hammer, dass Christen so unterwegs waren damals. Das fasziniert mich immer wieder. Und ich glaube, dass das auch Gottes Wille ist, dass wir das erleben, dass wir genau das erleben, dass wir diese Einfachheit und wirklich dieses ganz Simple erleben, dass wir Gott erkennen, sein Evangelium verstehen und dann als Christen gemeinsam, so wie es hier steht, unterwegs sein sollen, als Gemeinden so unterwegs sein sollen. Und wisst ihr, wir haben vieles so verkopft in unserer heutigen Gesellschaft, in unserem Gemeindeleben. Wir haben immer wieder Ideen davon, wie es funktionieren muss. Wir haben uns Regeln aufgeschrieben und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns immer wieder hinterfragen, sind wir da dran? Sind wir als Andreas-Gemeinde da dran, dass wir sagen so, das ist die Einfachheit der Botschaft. Jesus hat es uns ins Herz zugesprochen und wir dürfen es annehmen und dürfen so gemeinsam als Gemeinde leben. Und ich möchte in Bezug auf diese Frage den Fokus heute Morgen einmal auf Vers 37 legen und möchte dich ganz persönlich fragen: Wie geht es dir heute Morgen? Dringt dieses Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, noch in dein Herz durch? Ganz ehrlich, wenn ich euch jetzt fragen würde, wie oft hast du das Evangelium schon gehört? Angefangen, Schöpfungsgeschichte, Gott hat mich geschaffen, siehe, es war sehr gut, Sündenfall, wir leben unter der Sünde. Jesus liebt uns, er geht uns nach, er will nicht, dass wir verloren gehen, wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen uns zu ihm bekennen, uns taufen lassen und mit ihm leben. Wie oft hast du das gehört? 5-mal, 10-mal, 100-mal? Ich weiß nicht, vielleicht hörst du es zum ersten Mal heute Morgen, dann freue ich mich, dann sage ich Halleluja, dann ist das richtig cool, dann bin ich derjenige, der dir das heute Morgen erzählen darf, das freut mich. Aber ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht und ich möchte heute Morgen in aller Kürze der Zeit, die ich habe, unser Herz anschauen und habe dazu ein bisschen was mitgebracht. Ich stelle das mal kurz hier vorne hin, jetzt muss ich gucken, dass das mit der Technik funktioniert, dass das alle sehen. Danke, liebe Melanie, dass du das zur Verfügung gestellt hast. Ich werde auch ganz behutsam damit umgehen. Genau, das hier brauche ich auch gleich. Oh, Mann, dass meine Kinder immer mit so schweren Sachen spielen müssen. So, ich habe hier ein Herz mitgebracht und ich möchte euch anhand von diesem Herz diesen Vers 37 verdeutlichen, wo steht: Sie hörten das Evangelium und es drang ihnen durchs Herz. Weil alles das, was ich eben gelesen habe, wo ich gesagt habe, was so einfach ist, was so simpel ist, diese Gemeinschaft, dass sie glücklich waren, dass sie miteinander unterwegs waren, liebe Freunde, das hat ganz viel hiermit zu tun. Nämlich mit deinem ganz persönlichen Herz, wie es da aussieht. Und ohne diesen Vers 37 würde das alles, was danach kommt, nicht funktionieren. Weil wenn diese Botschaft des Evangeliums nicht in unser Herz durchrutscht, in unser Herz durchdringt, dann passiert nichts, dann wird es auch nicht so, wie es hier steht. Ein Vers aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 17, Vers 9 und 10. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wir kennen das ein bisschen mehr so, wie Luther das übersetzt. Das ist uns geläufiger. Da steht: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding.
Das ist so die altdeutsche Übersetzung von Martin Luther. Unser Herz ist also ein trotziges Ding, es ist verzagt, es ist ein ganz spannendes Organ. Es ist übrigens das erste Organ, so für mich gefühlt, was man sieht, wenn neues Leben entsteht. Also ich weiß nicht, wer von euch Vater und Mutter ist, wenn ihr so als Männer von euren Frauen hört, so hey, hier Schwangerschaftstest positiv, wir gehen jetzt zum Frauenarzt, dann kommt ihr vielleicht zum ersten Ultraschalltermin und ihr seht so, vielleicht gar nichts, so gerade wir als Männer, wir erkennen da irgend so ein Gewaber auf diesen Bildern, aber dann auf einmal sehen wir so, bup, 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 irgend so ein Ding und wir wissen so, ah, cool, das Herz schlägt und es ist so, ja, da ist Leben entstanden, da ist was passiert und das Herz ist der Anfang, das Herz ist der Anfang allen Lebens. Schon wenn du im Mutterleib gemacht wirst, dein Herz schlägt vom ersten Moment an. Und mit deinem Herz passiert was, während du unterwegs bist, während du lebst, wenn du älter wirst, wenn du größer wirst. Mit deinem Herz passieren Dinge. Und das Herz ist ein ganz sensibles Organ. Man sagt auch nicht umsonst, das Herz ist so ein bisschen der Spiegel auch der Seele. Also alles, was mit uns passiert, schlägt sich irgendwo in unserem Herz nieder. Ich könnte euch jetzt ganz viele Geschichten von mir persönlich erzählen. Dazu reicht die Zeit nicht aus, um euch zu verdeutlichen, was im Laufe der Zeit unseres Lebens mit unserem Herzen alles passieren kann. Aber ich habe euch was mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Es gibt positive Dinge. Da möchte ich auch gerne mit anfangen. Es gibt richtig coole Erlebnisse. Wenn du irgendwas hast, so, weiß ich nicht, du bist meinetwegen verliebt, du lernst jemanden kennen und merkst so, wow, mein Herz hüpft in Freudensprüngen, dann kann dein Herz richtig positive Dinge hervorrufen. Das speichert sich ab. Wenn du Freundschaften schließt, Freunde kennenlernst, mit denen du unterwegs bist, die dich weiterbringen, positive Ereignisse, die werden in deinem Herz gespeichert. Wenn du Gemeinschaft hast, wenn du ja, irgendwas für dich erlebst, wo du erkennst, das ist meine Stärke, das kann ich gut und ich habe einen Job gefunden, wo ich das, was meine Stärke ist, umsetzen kann, dann freut sich dein Herz, dann ist es positiv, dann kommst du in eine gute Stimmung. Und genauso gibt es die andere Seite, wenn du Dinge erlebst, die schwierig sind in deinem Leben, die nicht einfach sind, wo du merkst, Menschen haben mich verletzt oder ich bin geprägt, ich darf das, was ich bin, gar nicht ausleben, weil vielleicht einer über mir ausspricht, das ist alles Quatsch, was du da machst. Dann gibt es auch Dinge, die sich in deinem Herz verändern. Und so gibt es unterschiedliche Momente. Und manchmal fangen wir an, durch diese Dinge, die wir erleben, entweder positive Sachen aufzubauen oder wir fangen leider auch manchmal an, durch Dinge, die Menschen uns sagen, so eine kleine Mauer um unser Herz drumherum aufzubauen. Das wird so richtig hoch und wir fangen an und sagen so, ey, ich weiß genau, es gibt positive Dinge in meinem Leben, aber das, was Menschen so über mir aussprechen, das überwiegt und ich möchte es eigentlich gar nicht mehr zulassen, dass irgendwas Positives noch irgendwie in mein Herz dringen kann. Weil das, was ich erlebt habe so in meinem Leben, das ist alles so krass, das mache ich jetzt so richtig dicht. Ich muss auf die Zeit aufpassen. Ein ganz kurzes Beispiel von mir. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich muss das erzählen heute Morgen. Ich hatte eine Person in meinem Leben, die war das krasseste Vorbild, was man sich überhaupt vorstellen kann für mich. Das war mein absolutes Vorbild, mein Mentor, ich habe gesagt, ich möchte so werden wie dieser Mensch. Wenn ich so werde wie dieser Mensch, dann ist alles gut. Und es gab einen Tag in meinem Leben, um das zu verdeutlichen, erzähle ich das nicht, um jetzt hier irgendwie euer Mitleid zu bekommen. Es gab einen Tag in meinem Leben, da hat diese Person zu mir gesagt, eines Morgens völlig unvermittelt, du Sven, werd niemals so wie ich. Ich werde jetzt aus deinem Leben verschwinden. Ich bin dann nicht mehr für dich da. Und das war ein Bruch in meinem Leben. Und wisst ihr, da habe ich, das kann ich jetzt erzählen, weil ich es verarbeitet habe, aber im Nachhinein habe ich da in diesem Moment erkannt, da ist so ein richtiger Riss in mein Herz gegangen und ich habe angefangen, an diesem Punkt so eine Mauer aufzubauen und habe gesagt, so ey, ganz ehrlich, ich vertraue keinem mehr. Ich weiß genau, wenn sowas passiert in meinem Leben, dann ist das in meinem Herz abgespeichert und ich werde es nicht mehr schaffen, irgendjemand zu vertrauen, weil dieser jemand hat mich so tief verletzt in meinem Herzen, das hat sich voll eingeprägt. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast oder was du in deinem Leben erlebt hast, keine Ahnung, Dinge, die dich vielleicht geprägt haben, sowohl positiv als auch negativ. Wenn da irgend sowas ist und du so eine Festlegung mal getroffen hast, dann sage ich dir jetzt erstmal, ich kann das verstehen. Mir ging es damals ähnlich. Ich habe das auch so gemacht und mein Herz hat das abgespeichert. Und dann lesen wir diesen Bibeltext heute Morgen, Vers 37, und sie hörten die Botschaft und es ging ihnen durchs Herz. Und du sitzt da und denkst so, ey, ganz ehrlich, durchs Herz? Mein Herz ist so dicht, ich bin so verletzt. Ich kann überhaupt gerade gar nicht hören, was du willst. Das kann mir gar nicht durchs Herz gehen, weil ich einfach so an diesem wunden Punkt bin, das kann überhaupt nicht zu mir durchdringen. Und ich glaube, die Botschaft ist, und das Wichtige ist vom Evangelium, wir dürfen anfangen, mit Gottes Hilfe diese Mauern abzubauen. Wir dürfen Stück für Stück anfangen, vielleicht erst mit den kleineren Dingen, die wir in unserem Herz festgelegt haben,
und dann Stück für Stück auch die größeren Dinge, damit zu Jesus zu gehen und die abzulegen und zu sagen, so ey, ich möchte, dass Teile von meinem Herz wieder freigelegt werden, damit eben das passiert, damit ich das Wort Gottes wieder erkennen kann, hören kann und auch sehen kann, was er für mich auf dem Herzen hat und was er mir sagen möchte. Und ich weiß, das ist kein einfacher Schritt, sowas zu machen, sowas anzugehen, sowas anzufangen, aber ich habe ganz neu gelernt im Lesen von diesem Bibeltext, dass es gar nicht anders geht. Gott möchte an unser Herz, Gott möchte nicht an die Oberfläche, Gott möchte nicht so irgendwie so ein bisschen oder so, ja, Fritz, ist ganz cool, dass du dich für mich entscheidest, dann gehen wir so ein bisschen miteinander, das ist okay. Nein, Gott möchte dich und Stefan, dich und uns alle in der Tiefe unseres Herzens verändern. Er möchte wirklich etwas bewirken in uns und er möchte, dass das zum Vorschein kommt, was er damals als Schöpfer Gott in uns hineingelegt hat. Also ich habe immer dieses Bild, dass Gott uns gemacht hat und wenn er uns gemacht hat, dann hat er nur Gutes für uns im Sinn und er möchte, dass unser Herz das zum Vorschein bringt, was er in uns hineingelegt hat. Jesus, der dich geschaffen hat und der dich liebt, ganz neu da rein und lass es zu, dass er dein Herz berührt und dass er so eine Pflanze in dein Herz legt, so einen Samen, der dann aufgehen darf und woran du dann erkennen kannst, so wie groß Gott eigentlich ist. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Ich bitte die Band schon mal nach vorne. Sabrina, vielleicht kannst du so ein, zwei Akkorde schon ein bisschen spielen. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch zum Schluss von der Predigt. Und zwar in Hebräer 3, ab Vers 7. Da lesen wir darum, wie der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist, von dem wir eben gehört haben, dieser Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn du seine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht, mach es nicht zu, sondern bau die Mauern ab. Und weiter ab Vers 12 lesen wir, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft durchhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und passend dazu aus Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und dann wird es ein Freudenfest geben im Himmel. Dann werden wir Party machen, dann werden wir so feiern, wenn Menschen von Jesus so begeistert sind, dass sie gar nicht mehr anders können, als ihn zu loben und ihm die Ehre zu geben. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu heulen. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht anders. Oh. Also das ist das Ding, so soll es aussehen. Und ich wünsche euch echt und ich spreche euch zu, so dass das Herz wirklich frei wird, euer Herz frei wird und dass ihr guckt, wo die Dinge sind, die euch noch hindern, das hinzugeben. Und ja, wir hören jetzt ein Lied, singen ein Lied gemeinsam, in dem ihr das auch bekennen könnt, dass ihr das gerne tun wollt. Und ich habe auch noch ein Angebot für euch, wenn ihr angesprochen seid von der Predigt, von dem, was ihr bisher gehört habt, kommt gerne nach vorne, ich stehe hier für euch bereit. Wir haben ein Taufbecken aufgebaut heute und das ist auch nicht umsonst aufgebaut. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Wenn ihr irgendwie angerührt seid, kommt nach vorne. Ich bin gern für euch da, auch fürs Gespräch. Amen.